Hallihallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cajun LP und wir spielen Bully die Ehrenrunde aufs Neue. Ich weiß gar nicht, wie vielte Part es ist, aber es macht mir noch mindestens genauso viel Spaß wie im ersten Part, wenn nicht noch um einiges mehr. Das multipliziert sich ja mit der Zeit, umso weiter man kommt, umso geiler wird es. Und mit so einer, in Anführungszeichen, Fanbase im Rücken wie euch, macht das natürlich noch um ein Vielfaches mehr Spaß. So, genug geschleimt. Wir fahren jetzt zum Auftrag, zum nächsten nämlich. Und wir können es ja schon mal angucken, wie der heißt. Rudi. Ach du Scheiße, schon wieder der Weihnachtsmann. Ja, toll. Da gibt es doch wieder nur Mumpels, was wir da machen müssen. Aber egal, wir machen es ja gerne. Hier die Kurve nochmal gekratzt. Schöner. Hast du das gesehen? So, und wo ist der alte Stoffi? Ja, los jetzt hier. Film hey, ab. Santa. What's up? Well, if it isn't my favorite little helper. You want to smoke? Oh no, I forgot. Little Goody Two-Shoes doesn't smoke. So, what are you up to? This, doesn't look like much of a workshop. I know! We gotta fix this dump up! Look through some trash cans for ornaments or any junk that sparkles. This is a classy operation. We gotta look the part. Oh, come on, man. With your whiskey breath and your weird manner, you just scream Christmas spirit to me. Of course, I do. But this dump needs to look nice. You leave it to me, Mr. Claus. Was Jimmy da auch immer wieder drauf eingeht, auf den komischen Weihnachtsmann. Oh, und jetzt haben wir auch noch ein Zeitlimit. Mist. Und mein Fahrrad ist auch irgendwo in der Walachei. So, jetzt haben wir hier schon was. Und haben wir dadurch Zeit bekommen oder ist sie gar stehen geblieben? Ich glaube nicht. Aber egal, unser Schaden soll es nicht sein. Ey, mit dem Skateboard kommst du hier nicht weit. Echt nicht. So, also geht's jetzt in diese Richtung. Da ist schon wieder was. Ja komm, Jimmy, lauf doch, du alter Krepel. Hier haben wir auch noch was. Oh, jetzt werden wir hier von den Weihnachtselfen und so gejagt hier. Was ist das denn für eine abgefahrene Scheiße? Ich habe keine Zeit mit euch zu spielen, Leute. Ich muss weiter. Nein! Der Elvis-Verschnitt kotzt mich an hier. So. Bring den Müll zum Weihnachtsmann, natürlich. Den Müll. Oh, hier, nicht auf Dreck. So, genau. Da haben wir ja noch massig Zeit. Da könnten wir die eigentlich alle noch... Oh, verprügeln, wollte ich gerade sagen. Oh, geschafft. Ich habe die zornigen okay, Elfen abgehangen. Here's all the junk I could find. Nice going, kid. I think we're just about ready for business. Oh, by the way. You brought a camera, right? Natürlich. I'm afraid the elves let me down this year. Yeah, I kind of figured they would. Don't worry, I got it covered. Good. Now, go stand over there and make me, us, rich. Ho, ho, ho! Na klar, ich habe mein Elfenkostüm gar nicht an. Skateboard, Roddy! Herrlich. Das sieht gut aus, oder? Super. Alles klar. So, nächstes Kind bitte. Ja, stinkt ein bisschen, mein Gott. Stell dich nicht so an, ich muss hier Fotos machen. Mist. Aber da muss man aber... Das ist ja nur ein Hundertstel Sekündchen, wo die lächeln. Komm, lächel. Ach komm, das war doch in Ordnung. Well, at least you're not
Das war doch okay, oder nicht? Ja, das ist super. Herrlich. So, next, bitte. Alright, Maggots, who's next? Ach du Scheiße, hier so ein Strebernöd auf dem Schoß. Hier zieht ihr einen vom Pferd. Jo, super. Gleich beim ersten Mal, so muss das sein. So, zwei muss ich, glaube ich, noch machen oder nur noch eins? Oh, die guckt ja richtig grimmig. Guckt euch das an. Ja komm, das war doch in Ordnung. Ach komm schon, das war doch auch in Ordnung. Jawohl, herrlich. Schön gelächelt hat die kleine Maus. So, die nächste bitte. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit hier. Oh. Komm schon, guck rein hier und lächle mich an. Komm schon. Ach, herrlich. Zuckersüß. Muss man ja wirklich sagen. So, und ich glaube, da haben wir es auch schon geschafft. Und ich glaube, da habe ich ein Radio gesehen gerade. I haven't seen this much dough since my days at the track. The track? Yeah, you know, the reindeer games, and, oh, hey, I might be able to catch the last race. Gotta go, kid. Here's your cut. Ich hoffe, das ist anständig was. Na, wie viel haben wir? 50. Na bitte, wunderbar. Und da ist nämlich hier das Radio. Look at that. Yeah. Und da haben wir auch nur noch zwei, die wir finden müssen. Ganz cool. Da können wir jetzt nämlich mal direkt zu Chuck Norris fahren. Aber vorher halten wir natürlich mal ganz kurz an hier. Wir haben nämlich hier unser Vehikel geparkt. Direkt neben dem Bike Shop nämlich. Rauf mit dir, komm schon. Und das ist echt so pornös. So abgefahren. So toll, herrlich, awesome. Damit sind wir so schnell unterwegs hier. Müsst natürlich auch so ein bisschen auf die Autos aufpassen. Wir können hier direkt zu Chuck E. durchfahren. Und es ist auch schon wieder 20 Uhr. Und das bedeutet Ausgangssperre angesagt. So. Alles klar, die Bremsen funktionieren auch noch ganz gut. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich muss zu Chuck E. gehen. Komm her, Norris, alte Hupe. So. Genau. Neue Moves. That'll do. You ready to train? Na klar. I suppose you want to train again. Ja. Alright, this time it's all about the push. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, das sieht ganz gut aus, aber er blockt hier ganz schön was weg. Jetzt hat er aber auch nicht auf die Fresse gekriegt hier. Das war's schon, oder was? Don't forget to bring me a transistor when you come back. Jo, mach ich, alles klar, Shaggy. Kein Problem. Alright. Gut, und da können wir ja fast noch hier den letzten Auftrag mitnehmen, der sich hier auf unserer Karte offenbart hat. Ist das der letzte? Ach du Scheiße, ist er ganz hinten. Mist, mein Fahrrad müsste hier eigentlich noch rumstehen, oder nicht? Ja, da ist es. Glücklicherweise. So, jetzt können wir hier nämlich wieder mal den Turbo durchstarten. Und dann, und wenn ich hier noch mehr Fahrrad fahre, dann kann ich nämlich auch bald die größten und höchsten und tollsten und schwierigsten Rennen bestreiten. Denn so langsam habe ich Skill, ja. Ich habe richtig Skill hier mit dem Fahrrad. Und wir haben es auch bald geschafft. Dim, 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 dim. Und wir fahren hier wieder ins finstere Industrieviertel. Unter die Brücke hindurch. Und hier ist es schon. Oh. Komm, Elvis, ich habe keine Zeit für dich, Mann. Ey, der hat mein Fahrrad geklaut. Der Sack. So you came. Yep. I bet you think I'm funny, don't you? A laughing stock? Not really. I mean, you dress a little weird, but... Yeah? And everyone is laughing at me. All of you, at me! What are you talking about? Don't play dumb with me. Have you had her?
Who are you talking about? I bet you have. Have you had her? What are you doing? Who? Lola! That slut! That slut I love. No, man! She's cheating on me, man. I know she is. The little slut. Oh, it's killing me. Me, dying over abroad. Oh, man, I knew this was coming. What are you talking about? She's with that rich kid, Gord. I know she is. How do you know? Will you find out for me? I can't take the suspense. Look, meet me at the underpass near New Coventry tonight. We'll get evidence. Bring a camera, and then we'll settle this once and for all. Jo, das haben wir doch hinkriegen. Eine Kamera habe ich dabei. Wir haben ja schon viele tolle Weihnachtsfotos geschossen. Okay, okay, ist kein Problem. Machen wir. Ich habe auch noch ein paar Blumen, die könnte ich ja hier der Lola vielleicht auch nochmal andrehen. Jetzt... Oh, ich dachte schon, die haben mein Fahrrad geklaut. Jetzt hau ab da, ich mache doch hier einen Auftrag für euch. Fuck you, Alter, das ist mein Bike. Ugh. Nicht mit mir, Freundchen. Da hast du mit dem Falschen angelegt. Weißt du, wie teuer das war? $25, meine Fresse. Und jetzt habe ich die Bullen auch noch am Hals, oder? Nee, gut. So, okay. Jetzt können wir sie hier gleich fotografieren. Da sind sie. Wo ist die Kamera? Wie schlechtes Foto. Oh, thank you. You're such a bad boy. Johnny won't like this. Wie, die dürfen mich nicht sehen? Okay, okay. Naja, ich bin ganz unauffällig. Ich drehe euch den Rücken zu. Was? Wo wisst ihr das? Jetzt lass mich in Ruhe, du Fettsack, Alter. Gutes Foto, hervorragend. So, hier schön verstecken. Paparazzi. Alter, geht mir auf den Sack hier. So, Händchen halten haben wir. Jetzt brauchen wir noch ein Küsschen und Geschenkeübergabe. Ey, ich mach den jetzt fertig hier gleich, den. Gibt's doch gar nicht. Ich versau mir hier... Was will der denn hier von mir? Ey, jetzt reicht's aber. So. Specksack. Ohne Scheiß. So, Küsschen brauche ich noch, Leute. Gehen die wieder zurück? Ja. Geh weg da, Muttern. Wo sind die denn jetzt? Komm, Küssi. Was? Ich verfolge euch kein bisschen. Kein Meter verfolge ich euch. Es wäre schön, wenn sie küssen würdest. In Pink Panther-Manier schleichen wir dem Unheil hinterher. Okay, 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 okay. Paparazzi wollte ich immer mal spielen. Oh, keine Geschenke, küssen sollst du sie. Warum küsst er sie denn nicht? Küss sie doch bitte. Okay, wir schleichen einfach weiter unauffällig hinter den beiden her. Irgendwann müssen sie sich ja küssen. Wahrscheinlich direkt vor diesem riesigen Weihnachtsbaum. Mit dem Rathaus im Hintergrund. Oder was ist das? Ist das ein Rathaus? Und da geht die Beleuchtung auch schon an. Liebe liegt in der Luft. Und jetzt küsse sie endlich, du Schlappschwanz. Komm schon, küsse sie jetzt. Warum küsst er sie denn nicht? Oh, jetzt, 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 jetzt. Komm schon. Ach, jetzt hakt die da fest, oder was? Warum zittert die so komisch? Oh, thank you. Hey there, hot stuff.
Yes! Okay, alles klar. Ich habe alles, was ich brauche. Also schnell zurück. Und jetzt ist übrigens Ausgangssperre und deswegen werden wir ja auch schon wieder verfolgt hier. Und müssen uns jetzt auch ein bisschen beeilen. Und da vorne liegt unser Fahrrad, da können wir jetzt aber keine Rücksicht drauf nehmen. Oh nein, dieser Schnee, der bringt mich noch um. Beziehungsweise ins Gefängnis. So, und da sitzt die arme Seele auch schon. Und jetzt gehen wir mal, die Fotos, dann würde er völlig ausrasten wahrscheinlich. Yeah. 5 Respekt und 20 Dollarchens. I said I'd do it. Für die Portokasse. Und da habe ich jetzt auch mein Fahrrad schon wieder drin. Das ist super fantastic awesome. Und wir gucken auf die Karte. Wo geht es jetzt als nächstes hin? Okay, wir können ja erstmal unser Fahrrad holen, welches hier vorne an der Ecke noch liegen müsste. Zumindest sagt uns die Karte, dass es hier noch liegt. Ist das unser? Nee. War fast das Fahrrad geklaut. Hier liegt es nämlich rum. So, und wir können jetzt mal wieder schön gemütlich nach Hause. Es ist nämlich auch schon spät. Und schließlich wollen wir ja den Unterricht auch nicht verpassen. Wir haben nämlich noch einige Geografie, so hieß das bei uns übrigens in der Schule. Nicht Erdkunde oder so, nee, nee. Geografie hieß das bei uns. Stunden vor uns. Die wir irgendwie noch meistern müssen. Und zusätzlich haben wir dann auch noch... Deutsch. Wo wir noch nicht mal die erste Stunde geschafft haben. Naja, wird schon irgendwie schief gehen, Leute. Ich speichere auf jeden Fall erstmal. Und zwar hier. Jupp. Zack, zack, zackedi zack, ruggedi zuck. Rubbe die Katz. Und sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play Bully. Mein Name ist. Jetzt wollte ich den hier schön im Bild halten. Mein Name ist Cajun LP. Ciao.